Ja, Luigi Charts Cup Chart, heute mit einem neuen Video. Und zwar lange haben wir es nicht mehr gemacht, aber jetzt sind wir wieder auf der Mega-Ramp und guckt euch mal bitte an, wie hoch wir sind. Also wir sind hier wirklich schon über den Wolken und fast im Weltall. Das ist wirklich richtig crazy. Und da werden wir heute runterfahren, aber nicht irgendwie einfach so, sondern ich habe hier spezielle Fahrzeuge am Start. Und zwar einmal, ihr seht einen fahrenden Chop. Wir können hier, warte mal, ich zeige euch mal, wir können uns hier auf Chop draufsetzen. Wie so ein Auto, Digga. Zack, rübergerutscht und jetzt können wir mit Chop da runterfahren. Ganz, ganz crazy. Und da habe ich natürlich andere Fahrzeuge. Hier irgendwie so ein Badewannenauto, was irgendwie ein bisschen verbuggt ist, keine Ahnung. Dann können wir hier mit Motorboot runterfahren. Dann habe ich hier noch so einen Einkaufswagen am Start. Und jetzt kommt hier mein All-Time-Favorite, einfach hier so ein Hotdog-Wagen, mit dem wir die Mega-Rampe runterknallen können. Dann haben wir hier noch so einen Sessel, dann hier irgendwie so einen komischen Gleiter. So ein Political-Auto, keine Ahnung, hier mit Präsidenten hinten drauf, mit dem Ehemann und der Ehefrau und man kennt's, Junge, Bodyguard. Dann der Typ da oben ist richtig geisteskrank. Ich habe gesagt, er soll runterkommen, aber er hat gesagt, piss dich, du. Ja, okay, er kein Problem. Er will die Mega-Ramp runtersurfen. Machen wir natürlich, fahren wir mit dem Auto. Und dann habe ich hier noch ein paar super Sportwagen am Start und ich würde sagen, Leute, lass uns mal am besten hier mit dem ersten anfangen. Wir werden mal auch gucken, wie schnell der direkt ist. Der Peugeot 206 GTI Sport, Leute. Eine ganz, ganz gefährliche Karre. Einmal hier aus dem Weg und ich würde sagen, nicht lange warten. Ab geht's runter, die Mega-Ramp. Durch die Wolken durch. Oh, ich bin hier so lange nicht runtergefahren, aber das macht über extrem viel. Oha! Schnell ist der Wagen. Ihr habt ihn alle unterschätzt, ich weiß das. Leute, 300. Okay, 340. Gar kein Problem mit dem Ding. Guck mal, wie das abgeht hier. Richtig Turbo. Damit fliege ich ja über die halbe Karte hier. Oh, 350 maximal abgeriegelt. Woo, ein Backflip. Oh, oh. Okay, ich probiere gut aufzukommen. Warte, 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 warte. Oh, oh, das war das. Au. Hey. Oh, okay, das war nicht ganz gut gewesen. Aber ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, seid mal ehrlich, dass das Teil so schnell ist. Oha. Gut, okay, Abfahrt, nächstes Auto. So, Leute, hab ich hier wieder auf die Rampe teleportiert. Die Bahn ist so schwierig. Wir haben heute echt geile Fahrzeuge am Start. Ich weiß gar nicht, welche ich zuerst nehmen soll. Ah, ich würde doch mal gerne ein extrem schnelles nehmen, Leute. Und zwar, das hier der 1000 PS Audi RS7 mit dem, oh mein Gott, mit dem Breitbau-Kit. Ich würde gerne mal gucken, was der erreicht an Geschwindigkeit, aber vorher. Wenn ich das Ding einfach runterschiebe. Ja, okay. Peugeot 206 macht kurz mal einen Abflug. Leute, seid ihr bereit? Abfahren mit diesem dicken Audi. So, in Perspektive. Wow. Was? Wie schnell ist der? 350 direkt durchbrochen. Geht noch mehr hier? Geht noch mehr? Okay, 400. Das ist aber schon nicht schlecht, ne? 400! Oh! Oh, damit kommen wir richtig weit. I believe I can fly. Oh, wir kommen aufs Dach. Ja! Ey, krass. Aber ist nicht deutlich schneller als der Peugeot. Hätte ich jetzt anders erwartet irgendwie. Aber ihr merkt auch, guck mal, was der... Bei dem Auto, ich habe gesagt, Leute, das wurde halt extra für das Drag Race getuned. Guck mal, wie schnell der ist. Bam. Der ist jetzt schon auf 200. 300. Gar keine Probleme. Der knallt hier durch die Stadt durch. Ah! Gut, und mit dem Audi sind wir durch. 400 km/h müssen wir uns merken, ist spitze gewesen. Das hat auf jeden Fall geschmeckt. Lasst uns jetzt mal hier ein bisschen was Verrücktes probieren. Wir haben hier so viele funny Vehicles. Ey, Leute, der Bus, der juckt mich schon die ganze Zeit in den Händen. Ich glaube nicht, dass er sonderlich schnell ist, aber wie das einfach aussieht, oh mein Gott. Ich bin gespannt, Leute. Wird sich Trevor draufhalten, wird er es schaffen? Wirst du dich trauen? Trevor, mach kein Auge. Ich sag dir, das könnte richtig gefährlich werden. Okay, und Abfahrt. Oh mein Gott, hä? Lol, warum, hä? Warum war das Auto einmal so schnell? Wow, 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 wir müssen gerade. Okay, ist gar nicht so einfach, hier die Spur mit dem Ding zu halten. Wir sind jetzt bei 180, aber das Krasse, wir rollen einfach nur runter. Ich habe noch nicht durchgerückt. Und jetzt haltet euch fest, Leute. Ich werde Full Turbo geben. Was? 539 km! Never ever! Oh Gott, Leute, ich werde jetzt hier voll so aufkeilen.
Ich sage euch ganz ehrlich, das wird die Meta sein. Trevor, es tut mir leid. Oh mein Gott, oh mein Gott. Au! Er hat einfach so überlebt. Und das Auto hat auch gut überlebt. Ich glaube, das ist einfach unsterblich, die Karre. Okay, also er hat mich gerade echt überrascht, dass irgendwie, also er muss ja ganz krass gemordet worden sein, dass der Bus einfach die höchste Geschwindigkeit erreicht hat. So, dann mal hier noch einmal den BMW M4 und dann haben wir hier noch so einen Kia Stinger, heißt er. Das ist auch irgendwie so eine Sportkarre. Auch extrem aufgetunt, ihr seht das schon. Ich bin gespannt. Boah, Sound ist böse. Sound ist ganz, ganz böse. Ich werde jetzt mal richtig Anlauf nehmen. Guck mal hier. Guck mal hier. Wow, wow, nein, nein, nein. Oh, wow. Das, glaube ich, wird nicht gut. Oh, 200. Leute, mal gucken, was wir hier Fluggeschwindigkeit erreichen. 300, 400. Das Auto ist das schnellste Auto haben wir hier. 500 km/h, oder was? Nein, nein, nein. Oh. Wow, okay. Also dafür, dass er mit 500 km/h runtergefallen ist. Ja, aber ihr merkt, es ist ein bisschen rentnermäßig, ne? Also mit dem R7... könnte der niemals mithalten, obwohl die Traktion ganz nice ist. Einfach das ganze Auto zerstört. Easy. Ah, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich will gucken. Dieses Political hier. Das ist eine ganz verrückte Karre. So. Abfahrt. Ah, okay, der ist ein bisschen Gemacher. Hier, Leute, wir fahren jetzt den Präsidenten die Rampe runter. Guck mal, wie Franklin da drin sitzt. Wie geil, das ist richtig so den Arm so lässig rauf. Ich will jetzt hier noch so coole Musik haben. Und dann geht's runter! Woo! Mit dem Lowrider. Okay, also Herr Präsident und die Frau bisher nicht beeindruckt. Machen das alles bisher cool mit, als würden wir hier eine ganz normale Stadtrundfahrt machen. Ja, das Auto auch gute Geschwindigkeiten erreichen. Mal hier 300 km/h. Das schmeckt zum Frühstück. Und gleich haben wir es geschafft. Boah, ich würde gerne mal die Peugeot da wegkicken. Wow! Flick, Flack, over the duck! Ey, wenn wir den jetzt noch landen, ordentlich landen, komm, komm, komm. Nein! Oh, Jungs! Oh! Was wäre das hier? So, Leute, ey, ich würde gerne mal hier diesen Gaming-Stuhl austesten. Oder sollen wir zuerst hier diesen komischen Gleiter nehmen? Okay, lass zuerst den Gleiter nehmen und dann würde ich sagen, wenn wir den Gaming-Stuhl nehmen. Oh, Leute, wir sind der Jimmy. Und Jimmy fährt diesen... ja, diese komischen Star Wars Gleiter oder was das auch immer sein soll. Abfahrt, runter geht's. Aber ja, der hört sich, oh, er hört sich sogar so richtig elektronisch an. Würde auch gute Geschwindigkeiten hier erreichen. Mal 200 haben wir locker. Ego-Perspektive. Hey, ich sehe einfach, oh! Ich sehe ihn einfach aus der anderen Sicht. Aber es ist ganz gut. Ja, 280, Leute, die können wir nicht viel erwarten. Das ist nur irgendwie so ein Spielzeuggleiter. Jetzt gleiten wir einfach quer durch die Karte. I believe I can fly style. I believe I... Oha, guck mal! Guck mal! Ganz entspannt! Ganz gemach landen wir hier auf der Autobahn. Nein, nein. Oh, 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 oh. I screwed it. Als wäre nichts gewesen. Weiter geht's. Den ganzen Tag am Zocken, aber diesmal hier richtig im Real Life. So soll's sein. Okay, Leute, wenn wir jetzt schon einmal Jimmy sind, werden wir direkt die nochmal sein. Also ich bin jetzt auch noch zwei Sachen richtig gehypt, auf den Einkaufswagen und auf den Job. Wir wissen, was da passiert. Okay, denkt ihr, der Stuhl ist schneller als dieser kranke Gleiter gerade? Ich bin echt gespannt. Also bisher, ja, weiß ich, Ego-Perspektive. Ey, ist das nice. Abfahrt, Leute! Wow! Der Gaming-Stuhl! Oh, was? Maximale Geschwindigkeit. 539. Wir fliegen. Wir sind die Gamer. I believe I can gaming. It's here. Oh, yes, baby. Und jetzt, wir probieren den Stuhl sicher zu landen. Der Fliegende. Ihr habt nichts gesehen. Das war's gewesen. Okay, wir haben jetzt hier nicht mehr viel stehen. Ich glaube, das Motorboot, können wir das hier überhaupt fahren? Weil eigentlich kann man das nur im Wasser fahren. Okay, wir können das Motorboot sogar fahren. Ich probiere es einfach mal. Das ist ja ganz komisch hier. Doppel-Franklin am Start. Das wird doch nichts.
Wer braucht schon eine Rampe? Hä? Was ist das für ein Ding? Was ist das? Wir fahren einfach in eine Richtung runter, gar kein Problem. Für den King. Wow, mitten in die Weinfelder. Oh, weiter geht's. Nein, wir kommen genau ins Wasser rein. Mensch, ihr müsst ruhig sein. Sorry, Angler. Wow, ey, ist das nice. Ey, das geilste Auto, was wir jemals hatten. Leute, ich sag euch so, wie es ist. Bei 50.000 Likes werde ich hier mit noch verrückteren Autos runterfahren. Schreibt unten in die Kommentare, wie könnt ihr noch mit einem Klo oder sonst was runterfahren. So, lasst uns jetzt, bevor wir die anderen beiden Sachen machen, noch den M4 nehmen. Und dann sind wir eigentlich mit dem Auto soweit durch. Mal gucken, wie schnell der BMW M4 ist. Wird er das schnellste Auto? Aber ich glaube, allgemein ab 530 oder 40 sind die eigentlich alle abgeriegelt. Ja. Oh, sehr gute Landung. Stark. Ey, der Sound ist auch geisteskrank von dem Auto. Guck mal im Rückspiegel. Oha. Oha. 400 könnten wir knacken damit. Komm, gib ihn. Ich werde den... Ich würde mal sagen, James Bond wäre neidisch auf uns. Leute, das wird in die Best Stunts Compilation mit reinkommen. Weiter geht's. Okay, Leute, wir wären der Einkaufswagen, wo das letzte Fahrzeug wären wir in dem Shop. Wir werden uns jetzt hier, zack, wie auf dem Auto setzen. Shop, bist du bereit? Was ist das? Shop hat Blähungen. Hilfe! Leute, der Hund weiß gar nicht, was abgeht. Der rennt hier gerade mit 350 den Berg runter. Wie das aussieht. Ey, das ist so geil, die Mods. Ich liebe Mods GTA, Leute. Der arme Hund hört die nicht bieten. Hört die, der weiß gar nicht, was abgeht. Nein, oh, ich kann es mir nicht angucken. Oh. Okay. Alles gut gegangen, Leute. Das Shoppomobil, dem geht's gut. So, das letzte Fahrzeug, der Einkaufswagen. Okay, Leute, wir werden ihn hier hinstellen. Und jetzt bin ich gespannt, was der drauf hat. Ey, mein Ziel wäre damit durch die... Oh, wow, wow, okay, es geht schon los. Wow. Ziel wäre damit, echt durch die ganze Karte zu fliegen. Leute, das Ding ist ja mega schnell. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. 538 auf maximale Geschwindigkeit. Ey, ich könnte das auch noch höher stellen. Das wäre zu dolle. Was ist das? Hier, weiter geht's. Wow, ich brauche gar nicht so viel Anlauf. Oh, schaffen wir es aufs Haus? Nee, schaffen wir nicht, aber kein Problem. Kein Ding für den Einkaufswagen King. Oh, shit. Wow, wow. Ey, Leute, das ist zu crazy. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Nicht vergesst zu abonnieren, das war's gewesen. Tschüss, der Einkaufswagen ist alleine unterwegs.